So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Trading Card Game Online Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode stelle ich euch ein Deck vor, was im aktuellen Format so ziemlich seinen Platz hat als ein extrem starkes Deck, als ein sehr nerviges Deck, aber auch als ein Deck, was sehr gefürchtet ist und viele andere Decks gar nicht erst spielbar macht. Nämlich ein Deck komplett um Branavaz EX in Kombination mit Deponitox. Branavaz EX ist so ziemlich das, ja, ich sag mal, krasseste oder die krasseste Karte im aktuellen Format, denn wir kennen sie alle. Durch seinen ersten Angriff Vibrowumme machen wir nicht nur 30 Schaden. Unser Gegner darf auch in der nächsten Runde keine Itemkarten mehr spielen. Wenn man jetzt in Betracht zieht, dass die meisten Decks so ungefähr mindestens 25 Trainer, also noch 25 Itemkarten, sage ich jetzt einfach mal, spielen, sagen wir 20 bis 25 mindestens, dann legt Branavaz ungefähr ein Drittel des gegnerischen Decks mal eben komplett lahm für die nächste Runde und macht aus ein Drittel des gegnerischen Decks tote Karten. Und zusätzlich macht Branavaz natürlich noch Druck, indem es auch noch hier Schaden auf die gegnerischen Pokémon legt. 30 ist natürlich jetzt nicht die Welt, das reicht bei Pokémon EX meistens nur für einen Six-Hit KO, aber wir haben ja auch Damage Multiplier, ne? Wir können beispielsweise den Schaden durch von Branavaz EX ganz simpel mit einem einfachen Muskelband auf satte 50 pushen. Und das ist nicht gerade wenig Schaden. Vor allen Dingen auf Pokémon, die dann eine Schwäche haben, wie beispielsweise Demeteros EX, ist das dann ein solider 2-Hit KO. Definitiv nicht zu verachten. Aber wir haben noch so eine richtig krasse Karte im Format. Nicht mehr lange, ich denke mal so in. Nach der M fliegt die auf jeden Fall raus, da bin ich mir sogar relativ sicher, nämlich den Hypnotoxic Laser. Hypnotoxin Laser kennen wir alle, gegnerische Pokémon ist auf jeden Fall fix vergiftet, das ist schon alleine ein krasser Effekt. Aber nicht nur das, bei Kopf sticht das aktive Pokémon, das gibt das auch noch. Das ist ziemlich broken, vor allen Dingen in Kombination mit dem, mit Branavaz EX. Wenn man nämlich jetzt mit dem Hypnotoxic Laser das gegnerische Pokémon schlafen schickt, danach mit Branavaz EX auch noch mit Vibrowumme angreift, hat der Gegner eigentlich keine Chance, sein aktives Pokémon zurückzuziehen, es sei denn, er spielt Keldeo EX. Aber Keldeo EX, da war doch was, stimmt. Das kann auch nur durch seine Ability diesen Giftlock brechen. Ja, da haben wir auch noch Garbodor im Deck, ne? Garbodor macht dann halt nochmal das, was Branavaz EX nicht ganz alleine hinkriegt. Nämlich, Deponitox legt einfach mal eben die kompletten Abilities aller Pokémon auf dem Feld lahm. Das Ding ist einfach nur, ja, wir spielen gar keine Abilities. Aber ganz viele andere Decks im aktuellen Format, die bauen auf Abilities. Mir fällt ganz spontan nicht ein einziges Deck ein, was nicht auf Ability spielt. Ernsthaft. Außer halt Decks halt auch die Deponitox drin haben. Ja. Ansonsten gibt es kaum Decks, die im aktuellen Format nicht wirklich auf Abilities spielen. Irgendwo in den ganzen Decks findet sich irgendeine Ability wieder. Sei es in Form von Jirachi EX, sei es in Form von Support wie bei Darkrai EX, sei es in Form von Red Signal, also Signalstufe Rot von Genesect. Überall finden wir Pokémon Abilities wieder. Und Deponitox sagt einfach, nö. Pokémon Abilities, die schalte ich einfach mal aus, wenn an mir ein Pokémon Tool dran liegt. Deponitox spielen wir eine satte 2-2 Line. So eine kleine Geschichte, die ich erzählen kann, ist, dass man mit Unratytox sogar noch angreifen kann in diesem Deck und da nicht gerade wenig Schaden macht. Ich meine, wir haben ja schon bei Branavaz gesehen, dass wir die 30 Schaden auf satte 80 pushen können. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Unratytox. Wir können mit Unratytox in Kombination mit Hypnotoxic Laser, der Vapidro City Arena und einer Muskelbank satte 70 Schaden machen. Klingt jetzt im ersten Moment nicht wirklich brauchbar, aber bei mir war es beispielsweise gestern auf einer kleinen League Challenge so, dass ich auf jeden Fall sogar den Angriff von Unratytox benutzt habe, um überhaupt noch eine Chance im Spiel zu haben. Und Unratytox hat mir dann mit seinem Angriff sogar das Spiel fast noch gerettet. Also auch auf jeden Fall eine Option, die man sich auf jeden Fall immer wieder offen halten sollte. So, das war es jetzt eigentlich so mit dem Pokémon. Ganz nebenbei können wir natürlich auch noch mit Branavaz EX den zweiten Angriff benutzen, Grenade Hammer. Auch ein Move, der extrem gut geeignet ist, um das Spiel zu finishen. Macht auch satte 130 Schaden mit dem Muskelband 150 und in Kombination mit einem Laser und der Vaprydos Ritty Arena werden wir dann bei der magischen 180, was ausreicht, um alle Pokémon EX ohne Resistenz zu KO'en. Und ja, Grenade Hammer ist dann halt in den meisten Fällen so ein Move, der dann halt einfach nur dazu benutzt wird, um den Gegner zu finishen, ne? Weil man ja den Itemlock nicht unterbrechen will, da das eigentlich nicht wirklich schlau ist. Man will eigentlich das ganze Spiel über nur mit Vibrowumme angreifen und das Spiel dann
wenn überhaupt, mit Grenade Hammer beenden, aber mit Vibro Wurm das Spiel beenden, geht dann natürlich auch. Grenade Hammer ist dann aber eine Option gegen Ende hin im Late Game. Ja. Das war es jetzt sogar schon mit dem Pokémon. Ich habe in diesem Deck ab und zu sogar noch ein Glurak EX drinnen, das mit Combustion Blast, also Brandbombe für 150 Schaden. Das ist ganz gut, um nochmal das Viridium Genesect Matchup ein bisschen zu verbessern. Bringt sogar in dem Matchup relativ viel, wie ich finde. Jedenfalls beim Testen kam ich ja auf diese Ergebnisse. Ja, Branavaz hat halt eine Pflanzenschwäche, wissen wir alle. Ist halt nicht gut, wenn man vor allen Dingen gegen ein Deck spielt wie, ja, Viridium und Genesect. Und das ist natürlich im Moment oft verbreitet. Hat die WM gewonnen, hat die Europameisterschaft gewonnen. Einfach ein Deck, mit dem man eigentlich auf größeren Events immer rechnen sollte. Und da sieht Branavaz echt alt dagegen aus. Ja, und Branavaz besticht natürlich auch wieder durch seine extreme Vielfalt an Itemkarten. Ich meine, wir selber spielen Itemblock, aber wir spielen auch so gut wie nur Items in dem Deck. Das heißt also, so Branavaz Mirror Matches, die sind dann natürlich nicht wirklich anschaulich, weil es dann meistens nur heißt Quaking Punch, Quaking Punch, Quaking Punch, Quaking Punch. Und das ist natürlich nicht so der Bringer. Ich würde aber einfach mal sagen, wir kommen mal eben zu Supporter Line. Die ist in diesem Deck sogar ganz interessant. Wir spielen einen Team Flare-Rüpel. Team Flare-Rüpel sagt einfach, dass wir eine Energie an dem aktiven Pokémon des Gegners ablegen dürfen. Kommt ab und zu richtig gut mit vier Kampfern an dem Deck. Ist das sogar sehr disruptive. Das heißt also, wir können unserem Gegner effektiv die Energie vom Feld hauen. Ist ganz cool gegen Viridium Genesect, damit man zum Beispiel die Energie vom Viridium abschlagen kann und so den Grünschnitt verhindern kann. Oder Team Flare-Rüpel kommt auch immer wieder sehr gut, wenn man einfach bei den gegnerischen Pokémon dafür sorgen will, dass der Gegner einfach keine Energien mehr im Deck hat und deswegen keine Angriffe mehr vollführen kann, weswegen er in den meisten Fällen das Spiel verliert. Also Team Flare-Rüpel auf jeden Fall eine Karte, die eine Existenzberechtigung in Branavaz EX-Decks hat. Dann natürlich viermal Professor Platan bzw. Professor Esche ist Pflicht in jedem Deck, auch hier in dem Branavaz Deck. Dann spielen wir einmal Olivier, auch ein Supporter, den ich glaube ich in den Videos nie im Leben benutzt habe. Olivier sagt einfach, dass wir ein Pokémon und alle dran angelegten Karten zurück in unser Deck mischen, und das als Unterstützer. Das ist insofern praktisch, da wir dann einfach Karten im Itemblock sogar, also Mirror Match zum Beispiel, können wir unser Branavaz effektiv ins Deck mischen. Man muss die doppelfarblose Energie, die wir in dem Deck spielen, nicht ablegen. Man muss auch das Muskelband nicht ablegen. Und das ist schon echt cool. Vor allen Dingen halt im Mirror Match kann so ein Olivier, gut getimter Olivier einem schon mal den Sieg bringen. Zusätzlich können wir damit hier Preiskarten verhindern, die unser Gegner zieht, indem er Branavaz K.O.t. Indem wir halt einfach das Branavaz, was angeschlagen ist, zurück ins Deck mischen. Auf jeden Fall auch eine Karte, die extrem gut kommen kann, und zudem, ja, mit dem epischen Artwork, wie ich finde. Ja, 4N ist auch wieder in diesem Deck Pflicht. Wir ziehen sowieso extrem langsam Preise an sich. Oft muss man mit einem Branavaz Deck auch Comebacks machen. Und mit N, also ein Late Game N auf 1, ist in einem Format, in dem viele Decks heutzutage auf Kampffahnder angewiesen sind, im Toadlock extrem, ich sag einfach mal, genickbrechend. Also hier N auch eine Karte, die man auf jeden Fall in diesem Deck spielen sollte. Außerdem ist er auch im Early Game ganz gut, wenn man nicht viele Ressourcen abschmeißen möchte. Dann spielen wir noch ein Lysander in diesem Deck, also Flordelis. Ist einfach Pflicht, damit kann man viele Pokémon auch als aktives Pokémon beim Gegner locken. Das heißt also, wir ziehen hier nach vorne, benutzen dann halt Quaking Punch und unser Gegner kann sie nicht zurückziehen. Das ist zum Beispiel ganz cool gegen Stahldecks, da man einfach Bronzongs dann vorne trappen kann und die Bronzongs dann gemütlich mit Quaking Punch massakriert. Und der Gegner kann dann in den meisten Fällen das Bronzong nicht zurückziehen, weil das halt satte 3 Rückzugskosten hat. Und angreifen kann das Ding sowieso nicht. Ganz gute Karte, auch in diesem Deck auf jeden Fall mindestens einmal vorzufinden. Ja, und dann noch ein weiterer Supporter, der in diesem Deck einfach absolut genial ist. Flordelis Trumpfkarte. Beide Spieler mischen ihre gesamten Ablagestapel zurück in den Deck. Das heißt also, die ganzen Karten, die wir spielen, die werden zurück ins Deck gemischt. Das heißt also, Karten wie der Hypnotoxic Laser, der ist theoretisch unendlich oft benutzbar. Karten wie der Schmetterhammer, unendlich oft benutzbar. Unsere Supporter kommen alle zurück. Kopfgeschirr, um den Gegner abzufacken, kommt alles zurück. Ja, Flordelis Trumpfkarte sorgt einfach dafür, dass wir unendlich Ressourcen haben in Kombination mit dem Kampfhorn. Da können wir den Flordelis Trumpfkarte auch immer wieder aus dem Ablagestapel holen und den spielen, um unsere ganzen Kampfhorn und alles andere in diesem Deck zurückzumischen. Einfach nur eine geniale Karte in Toad-Decks, wie ich finde. Ja, das war es jetzt eigentlich sogar mit den Supportern. Vielleicht erzähle ich jetzt mal ein bisschen mehr was zu den Item-Karten in diesem Deck.
Wir spielen Computersuche als Aceback unserer Wahl. Computersuche ist in diesem Deck, wie ich finde, einfach nur ein Muss. Computersuche sorgt einfach dafür, dass wir alle Karten in unserem Deck, die wir jetzt gerade brauchen, raussuchen können. Für eine doppelfarblose Energie, damit wir im ersten Zug gleich mal mit Branavat angreifen können, ist Pflicht. Mit Computersuche erhöhen wir die Chancen, dass wir den Lock so früh wie möglich aufnehmen können. Und auch so ist halt Computersuche in diesem Deck einfach nur genial. Man hat so viele verschiedene Karten, die so situationell anwendbar sind, und Computersuche sagt einfach, ja, dann erlaube ich euch einfach mal, dass wir kompletten Zugang zu unserem Deck haben. Einfach nur einmalig in dem Deck. Dann spielen wir dreimal das Fahrrad. Wir ziehen so viele Karten auf, bis wir 4 Karten in der Hand haben. Als Itemkarte sehr gut, vor allen Dingen in so Toad-Decks. Ich meine, in so Toad-Decks ist es halt oft möglich, dass wir einfach mal eben unsere komplette Hand runterspielen, indem wir die Schmetterhammer spammen, indem wir den Hypnotoxin-Laser spammen, indem wir mit Ultra-Ball Karten abschmeißen. Und im Endeffekt ist es uns sogar komplett egal, weil wir die ganzen Ressourcen dann später wieder reinmischen können mit Follow the Trumpfkarte. Und ansonsten ist halt so ein Fahrrad auch echt gut, um nochmal ein bisschen Tempo ins Early Game zu bringen, wenn man halt auch mal nach einer doppelfarblosen Energie sucht. Hyperball sieht man in den meisten Decks viermal. In diesem Deck reicht es eigentlich, wenn man es dreimal spielt. Hyperball ist in den meisten Fällen sowieso nur dazu da, dass wir unsere Unratütox und Deponitox früh rauskriegen. In den meisten Fällen starten wir rein theoretisch öfter mit Branavats. Aber auch Branavats ist natürlich mit dem Hyperball suchbar, falls wir mal einen Trouble-Start haben sollten. Also auch eine Karte, die in diesem Deck nicht fehlen darf. Ja, Hypnotoxic Laser habe ich schon was zu gesagt. In Kombination mit der Vapydro City Arena steigern wir den Giftschaden nochmal um satte 2. Also wir machen zwischen den Zügen nicht nur 10 Giftschaden, wie es eigentlich der Fall ist, sondern satte 30. Ja. Und in Kombination mit dem Itemblock von Deponitox kann sich das dann mal relativ schnell steigern. Ich meine, wir greifen an mit Vibrowummel, 30 Schaden. Unser Gegner kann sich beispielsweise jetzt nicht zurückziehen, weil er keinen Tausch oder sowas spielt. Gibt seinen Zug ab, nachdem er angegriffen hat, und kriegt nochmal automatisch 30 Schaden durch Gift. Also der Schaden durch den Hypnotoxic Laser mit der Vapudo City Arena, der wird in diesem Deck auf jeden Fall nochmal genialerweise gepusht. So, dann spielen wir noch viermal Kampf an diesem Deck. Einfach ein Muss auch, wie ich finde. 3, mindestens 4 optimal. Und damit können wir zum Beispiel Team Flare Rüpel spammen, wenn es sein muss. Wir können Olivier, wenn der in den Ablagestapel sitzt, einfach mal rausholen und unseren Gegner mal eben die komplette Winning Option versauen. Wir können N spammen, wir können Platan spammen. Einfach nur eine geniale Karte. Ich will natürlich noch 4 Schmetterhammer in diesem Deck, einfach nur um den Gegner sowas von zu nerven. Schmetterhammer, bei Kopf dürfen wir eine an das gegnerische angelegte Pokémon, angelegte Energie auf den Ablagestapel legen. Genial. Mal eben einfach mal den Energy Drop, den unser Gegner in seiner seiner Runde hat, mit einem Coinflip negieren. Unglaublich starke Karte. Sehr nervige Karte, vor allen Dingen, wenn man 4 von 4 mal Kopf trifft. Da will man nicht den Gesichtsausdruck des Gegners sehen. Und dann spielen wir natürlich noch zweimal den Spezialhammer. Eine an das gegnerische Pokémon angelegte Spezialenergie auf den Ablagestapel schicken. Ist immer gut, vor allen Dingen im Format, wo doppelt farblose Energien gespielt werden, wo stärke Energien gespielt werden, und absolut ein Muss in diesen Decks. Zweimal Tausch natürlich, um nochmal eine gewisse Mobilität unseren Decks zu garantieren, um beispielsweise auch noch aus Hypnotoxic Laser rauszukommen, wenn wir im ersten Zug ergibt worden sind, oder auch einfach mal um zwischen unseren Angreifern zu wechseln oder halt auch um einfach Karten zu verbrennen. Ja. Und dann kommen wir mal einfach zu den Tools. Wir spielen 2 Leichtstein. Leichtstein ist in den meisten Fällen sowieso nur für Deponitox da, damit wir auch den Deponitox-Lock kriegen. Und Deponitox hat halt 4 satte Rückzugskosten, und mit dem Leichtstein reduzieren wir ganz nebenbei auch noch die Rückzugskosten des Deponitox auf satte 0. Und natürlich dreimal Muskelband ist einfach der Damage-Multiplier schlechthin in diesem Deck. Sollte meistens halt auch unseren Branavats liegen. Und das ist halt schon echt fatal, einfach mal den Schaden von 30 auf 50 zu pushen. Ja, jetzt sieht man auch viel leichter K.O.s mit. Und dann spielen wir natürlich noch dreimal Kopfgeschirr in den Deck. Kopfgeschirr ist so eine Karte. Gegen Pokémon EX ist sie unglaublich gut. Gegen Viridium Genesect ist sie zum Beispiel sehr nervig. Kopfgeschirr besagt einfach, dass das ist ein Pokémon-Tool, das wir an gegnerische Pokémon EX anlegen dürfen. Und diese müssen dann für ihre Angriffe eine farblose Energie mehr zahlen. Das heißt also, Demeteros EX, was eigentlich mit einer Energie angreifen darf, braucht auf einmal 2 Energien. Viridium EX, was auf einmal mit Grünschnitt eigentlich 2 Energien braucht, muss auf einmal satte 3 Energien drauf haben, damit es mit dem Grünschnitt angreifen darf. Und in Kombination mit dem Crushing Hammer können wir so einfach gegnerische Angriffe sehr effektiv verhindern.
Und außerdem verhindern wir mit dem Kopfgeschirr ganz nebenbei, dass unser Gegner Muskelband an seine Pokémon anlegen kann. Was auch in vielen Fällen echt praktisch ist. Und auch gegen Mega-Pokémon ist es sehr genial im ersten Zug, weil wir damit unseren Gegner einfach mal die Option nehmen, einen Spiritling an seine Pokémon zu legen, bevor der Itemlock auftritt. Sehr geniale Karte. Gegen Decks wie Flamara beispielsweise nicht so gut. Gegen Decks wie, was wird da noch gespielt? Donphan ist eigentlich auch eine tote Karte, aber wisst ihr was? Ist auch total egal. Ich meine, die Karte können wir im Endeffekt auch einfach mit Professor Platan, Computersuche oder einem Ultra Ball abschmeißen. Und in den Matchups, wo sie gut ist, ist sie einfach nur gut, wie ich finde. Ja, Energien sind dann eigentlich auch relativ rar in diesem Deck gespielt. Einfach nur 4 doppelfarblose Energien und 3 Wasserenergien. 3 Wasserenergien, wie gesagt, einfach nur dazu da, damit wir mit Grenade Hammer von unserem Branawatz angreifen können. Und die doppelfarblosen Energien einfach nur, damit wir mal eben in einem Zug eine Vibro-Bombe von unserem Branawatz, ja, ausspielen können. Ja, was gibt's zu dem Deck eigentlich zu sagen? Im aktuellen Format, in dem Decks wie beispielsweise Nightmarch dominieren, sage ich jetzt einfach mal, oder immer noch Karten gespielt werden, wie die Weltal beispielsweise, ist so ein Branawatz-Deck, wie ich finde, auf jeden Fall extrem stark. Es gibt noch eine Alternativversion von Branawatz EX, nämlich die Branawatz Version mit Slowpuff, also diesem Zuckerwatte-Ding. Die könnte ich euch irgendwann auch mal zeigen. Hatte ich heute sogar vor, aber ich habe auf die Schnelle keine Deckliste bekommen, weil ich das Deck ehrlich gesagt auch selber kaum gespielt habe. Und ja, das sind so die häufigsten Varianten von Branawatz, die man sieht. Einmal Branawatz mit Deponitox und einmal Branawatz mit Slowpuff. Und ich muss sagen, diese Version spiele ich auch am liebsten, im Moment auch vor allen Dingen. Ist einfach ein Deck, was von sich auch stark ist, was den Gegner nerven kann und einfach kaum schlechte Matchups hat, außer eventuell das Viridium-Genesect-Matchup, wie ich finde. So, und ich finde jetzt, was halt vielleicht, außer das Viridium-Genesect-Matchup, so. Ich würde jetzt einfach mal sagen, genug geredet, lasst uns doch einfach mal ein Spiel mit diesem Branawatz EX Deponitox-Deck spielen. So, Leute, da wären wir zu einem Spiel gegen Penta04 und... Ich glaube, mein Gegner hat sich sogar dazu entschlossen, gleich mal anzugreifen, aber das Spiel zu beginnen. Und das soll mir noch als allererstes recht sein. Und ich sehe, dass mein Gegner ein Deck um Irbis spielt, also ein Nightmarch Deck. Und das finde ich doch zuallererst richtig, richtig gut. So, unser Gegner hat auch gesagt, wir sollen starten. Das ist mir total in Ordnung, vor allen Dingen, weil wir einen Unra Tytox vorne haben. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, spiele die Computersuche, schmeiße einen Kampfhunter, schmeiße den Professor Platan und den N-Up und durchsuche mal eben mein Deck. Wichtig in diesem Matchup ist vor allen Dingen die Trumpfkarte. Mit der Trumpfkarte können wir nämlich die generischen Pokémon im Nightmarch-Deck direkt wieder reinmischen. Ich werde mich aber jetzt erstmal dazu entschließen, dass ich meinen Hauptangreifer in diesem Matchup, nämlich Branawatz, aus dem Deck suche. Branawatz auf die Bank mit der doppelfarblosen Energie. Und dann spielen wir nochmal Fahrrad hinterher und das sind zu viele Ressourcen, als dass ich die abschmeißen will. Das heißt also, ich gönne mir jetzt nochmal ein N und spiele den N auch gleich aus und lege noch einen Branawatz auf die Bank und Hypno Toxic Laser jetzt. Wobei, ich denke, das war es jetzt erstmal für den Zug. Ich hätte natürlich jetzt einen Branawatz EX nach vorne packen können, aber mir ist das Branawatz ehrlich gesagt gerade zu wichtig. Ich hätte eigentlich schon das Unra Tytox zurückziehen können für das Branawatz ohne Energien, weil ich ja sowieso noch einen Tausch für den Fall der Fälle auf der Hand habe. Aber ich möchte ehrlich gesagt noch nicht, dass mein Gegner jetzt hier in diesem Fall eins meiner Branawatz K.O.en kann. Die sind nämlich noch zu wichtig in diesem Matchup. Und ich sehe, mein Gegner schmeißt gleich mal 2 Latanektos und einen Irbis mit dem Kampfverdichter ab. Ein unverwüstliches Amulett an das Irbis. Das wird nämlich auch öfter jetzt in Nightmarch Decks gespielt. Das ist aber auch wieder kein Problem. Und mein Gegner spielt einen Professor Esche hinterher. Schmeißt Jirachi und noch einen Latanektor ab. Das heißt für mich jetzt eigentlich automatisch, eins der Latanektos ist auf jeden Fall in den Preisen. Mein Gegner spielt Wasserenergie. Warum spielt mein Gegner Wasserenergie? Will er etwa Grenade Hammer spammen? Ist das so eine seiner Optionen gegen mich? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wird sich mein Gegner da bestimmt irgendwas bei gedacht haben. Und mein Gegner hat sein Stadium im Spiel. Das Einzige, was er jetzt noch braucht, ist eine doppelfarblose Energie an seinem Irbis, um mich jetzt noch zu K.O.'en. Das ist nun die goldene Frage. Hat er diese doppelfarblose Energie auf der Hand oder muss er seinen Zug abgeben? Er hat eine Wasserenergie auf der Hand. Ja.
sogar ziemlich recht. Und ich habe jetzt ein Kopfgeschirr. Ich krieg mein Garbodor ins Spiel. Ziehe jetzt erstmal das Diponitox gleich zurück. Spiele mein Team Flaregrunt, womit ich eine Energiekarte von seinem Irbis abspeisen kann. Eine Wasserenergie an das Branawatz auf der Bank. Hypnotoxic Laser hinterher, leider kein Sleep, aber es gibt wenigstens jetzt die Vibrowumme. Und mit der Vibrowumme können wir jetzt wenigstens den Angriffen meines Gegners jetzt erstmal so ein bisschen das Tempo rausnehmen. Und vor allen Dingen kann mein Gegner jetzt kein Kampfverdichter mehr spielen, womit er jetzt gezwungen ist, ein End zu spielen. Haha, ja, finde ich gut, finde ich sogar spitze. Also der End, der kam gerade echt gut, muss ich sagen. Okidoki, also so ein Toadlock für Nightmarch Deck ist schon sehr böse. Vor allen Dingen, mein Gegner kann keine seiner Itemkarten mehr spielen und mein Gegner muss hier jetzt auch gerade abgeben und seinen Zug beenden. Ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt lohnt, noch ein zweites Spiel zu spielen. Das war nämlich genau das, was ich euch zeigen wollte. In einem Format, in dem solche Decks wie Nightmarch extrem stark sind, ist so ein Diponitox definitiv schon tödlich. Und mein Gegner, ich sehe gerade, was spielt meine nächste Gegnerin da? True Effect? Keine Ahnung. Irgendwas Interessantes? Ne, ich weiß nicht. Ich habe jetzt Wasserstahl, Psycho gesehen. Könnte auch wieder ein Branawatz-Deck sein. Und wenn das ein Mirror ist, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich euch das zeigen möchte. Es ist nämlich so, Branawatz-Mirrors, die sind halt... Ja, nee, die sind langweilig anzuschauen. Also die guckt man sich nicht gerne an. Und das ist, wie gesagt, ein Branawatz Mirror Match. Ja, irgendwie ist das jetzt nicht so cool. Vor allem, weil ich keinen Supporter habe. Ohne Supporter haben wir jetzt ein ganz großes Problem. In den meisten Fällen, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall gerne einen Jirachi mit in dieses Deck nehmen. Weil so ein Turn 1 Supporter wie Professor Esche, das ist einfach wichtig. Hier mein Gegner hat zum Beispiel die Professor Esche. Oder er spielt auch gleich mal seine kompletten Itemkarten. Und, oh, ich glaube, mein Gegner spielt sogar Max Rarity. Nicht schlecht, Herr Specht. Ein Floatzone an Branawatz. Jetzt gibt es auch gleich mal Professor Esche hinterher. Schwächenschutz, Crushing Hammer, Spezialhammer, Deponitox. Und ihr seht, mein Gegner, der haut einfach nur die Supporter so raus, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Das kann ihm ja, wie gesagt, auch total egal sein. Ich meine, ja, er hat jetzt auch hier ein Kopfgeschirr an mein Branawatz gelegt und oh, ich habe jetzt eine Trumpfkarte. Oh, will ich die Trumpfkarte spielen? Eigentlich nicht. Ich kann jetzt nur darauf hoffen, dass ich meinen Zug jetzt direkt wieder abgebe. Und ihr seht's, ich stecke jetzt gerade selber im Toadlock. Das ist halt dieses Branawatz Mirror. Man sagt zwar, derjenige, der anfängt, der verliert in diesem Branawatz Mirror meistens, weil der andere Gegner dann gleich all seine Ressourcen raushauen kann, aber so einfach finde ich das dann ehrlich gesagt dann doch nicht. Und wir haben jetzt hier doch schon ein größeres Problem. Und ich weiß nicht, ich werde jetzt glaube ich mal warten. Wenn ich jetzt in den nächsten 1-2 Runden keinen Supporter ziehe, kann ich das Spiel eigentlich sogar schon aufgeben, weil man weiß eigentlich rein theoretisch, wie dieses Toad Mirror ausgehen wird, so ein Zug. Versus-Sieger, Versus-Sieger, Jennifer. Ja. Drei Versus-Sieger da schon liegen, ist eigentlich Wayne, was ich jetzt mache. Beende den Zug einfach nochmal und ja! Ich stecke gerade im Toadlock und mein Gegner, der kann jetzt natürlich fröhlich seine Branawatz spammen. Mein Gegner kann hier die Muskelbänder schon mal an seine Deponitox legen, an seine Branawatz legen, bevor ich halt das eigentliche verhindern kann. Und damit hat er halt den Vorteil, dass er halt mit seinen Branawatz 50 Schaden macht, während meine dann in den meisten Fällen nur 30 machen werden. Rein theoretisch besteht sogar noch eine Chance, dass ich da irgendwie reinkommen kann. Rein theoretisch halt. Jetzt gibt es erstmal die Trumpfkarte. Ja, bevor ich sie spielen konnte. Und nochmal Quaking Punch. Was jetzt ganz cool wäre, wäre natürlich so ein Cassius, aber den sehe ich nicht. Komm, eine Runde gebe ich hier dem Spiel noch. Bevor ich sage, nee, ich habe jetzt sowieso keine Chance mehr. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Professor Esche von oben oder ein N, wäre auch nicht so schlecht, aber da muss ich natürlich auch darauf hoffen, dass ich eine meiner vier doppelfarblose Energien sehe und ja. Magita macht das gut. Flordel ist jetzt auf meinen Branawatz auf der Bank. Und jetzt gibt es gleich auch mal gleich den Quaking Punch für 30 Schaden und 10 Giftschaden und
Nee, ich kann jetzt eigentlich schon mal aufgeben. Ihr seht einfach mal, wie mächtig dieser Lock ist. Das Mirror-Match ist extrem langweilig, sage ich euch. Das kommt einfach drauf an, wer kommt am Anfang gut raus. Ja. Und, ja, wer fängt eigentlich als zweites an? Und kriegt der Spieler, der dann als zweites halt auch beginnt? Oder sagen wir, der Gegner, der dann halt seinem Gegner den Vortritt lässt? Kriegt er dann halt wirklich auch den Quaking Punch raus oder nicht? Denn das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Das ist zum Beispiel bei mir jetzt öfter der Fall gewesen, bei meinen zwei Gegnern. Ich habe gestern zweimal das Mirror-Match gespielt. Ist nicht so cool. Nee, ist auf jeden Fall nicht so cool. Ist halt wirklich auch so ein zweischneidiges Schwert. Man kann sagen, ich werde jetzt das Spiel auch aufgeben. Ich habe da auf jeden Fall keine Chance mehr, da irgendwie reinzukommen. Das weiß ich jetzt schon. Ich hätte eine Chance gehabt, wenn ich in der letzten Runde eventuell noch... Nee, hätte ich nicht. Ich hätte immer noch eine Energie gebraucht. Na, egal. Aber, ja, das Toad Mirror ist auf jeden Fall extrem langweilig, kann ich euch sagen. Und es hängt einfach, man kann am Anfang schon sehen, nach den ersten drei Runden, sag ich mal, weiß man eigentlich schon automatisch, wer das Spiel gewinnen wird. Weil das ist halt das Toad Mirror. Es gibt natürlich noch so ein paar Anti-Tech-Karten in diesen Decks. Man kann beispielsweise den Team Flare Grunt benutzen, um den Gegner dann an den Quaking Punch zu verhindern, wenn er gar keine doppelfarblosen Energie mehr gehabt hätte oder sowas in der Art. Man kann dann noch Xerosix spielen, also Xeros, der legt nämlich eine Spezialenergie auch auf dem Ablagestapel irgendwo auf dem Feld. Oder dann kann man halt auch unter Toadlock die Headringer von seinem Branawarz entfernen. Und eigentlich hat man da ganz viel Auswahl, was man da in solchen Situationen machen kann. Man hat einen Cassius, der ist halt auch im Toad Mirror ganz gut, aber sonst hat man nicht allzu viel Auswahl. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt dem Video Daumen hoch, würde mich sehr freuen und supporten. Ein bisschen theoretisches Wissen zum aktuellen Format mit Regibang, ne? Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zu Pokémon Trading Card Game Online. Bis dahin, haut rein, was gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Regi.